Einen Charaktersimulator und vieles mehr. Alles dazu findet ihr jetzt in diesem Video und damit meldet sich der Prägeran zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, wie bereits erwähnt, geht es heute um den Charaktersimulator. Was ist dieser Charaktersimulator? In diesem Charaktersimulator kann man seinen aktuellen Charakter 1:1 nachbauen, beziehungsweise seinen Charakter, wenn man ihn sich zukünftig vorstellt, bauen, und man würde dann genau sehen, welches Set welche Vorteile, welche Nachteile bringt. Beispielsweise, wenn ich jetzt von Q7 auf Q4 umsteige, welche exakten Werte ich dann später hätte. Weil momentan ist ja das im Spiel immer so ein Rätselraten. Beispielsweise, ich nehme jetzt die Waffe weg und ich nehme jetzt dann hier den Gürtel weg und baue auf Q4 um. Macht mich das der Schaden technisch schlechter? Macht es mich besser? Wie schaut es mit dem Crit aus, mit dem Attack Speed und so weiter und so fort? Und zwar das Ganze, ich blende einen Screenshot ein, wurde erstellt von Dragic Grimark. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich blende den ganz normal ein, ist zu finden auf Facebook. Unter anderem auch auf YouTube, da hat vorhin ein kurzes Video gemacht, wie der Charaktersimulator funktioniert, damit ich für das jetzige Video mich ein bisschen besser auskenne. Das Ganze verlinke ich natürlich euch unten in der Videobeschreibung. Und lange Rede, kurzer Sinn, wie komme ich überhaupt zu diesem Charaktersimulator? Ich blende hier jetzt einmal, beziehungsweise ich fahre mal mit den ganzen hier rüber. Es gibt hier so eine Webseite, charaktersimulator.musicher.net index.php. Das Ganze verlinke ich natürlich nochmal in der Videobeschreibung. Hier steht nochmal das Ganze dabei, man muss sich einloggen. Um sich einloggen zu können, muss man aktuell ein Patreon werden. Das Ganze läuft hier über Patreon, um den Ganzen hier zu unterstützen, damit er das Ganze weiterentwickeln kann, weil ich habe das ein bisschen durchgetestet schon und das muss ich wirklich sagen, das ist einfach nur top, dieses Programm. Spart jede Menge Zeit und Ressourcen. Zu erwähnen gibt, er hat mir 3 bis 5 Accounts für meine Abonnenten gegeben, die was ich weitergeben kann, um das Ganze hier zu testen. Wenn man Patreon ist, ja, ich bin es halt momentan leider nicht, aber werde es dann bald mal wahrscheinlich sein, muss man sich hier mit dem Usernamen und dem Passwort einloggen. Zumindest kurz raussuchen, wo mein Username und mein Passwort ist, weil er hat mir hier nämlich einen Account zur Verfügung gestellt und das ist ein mega kryptisches Passwort, was ich mir in meinem Leben nie auswendig merken werde. So, Passwort, 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 da ist es. Ich stelle mal hier kurz raus. Dip. Das ist mal der Username. Und die 100.000 Buchstaben hier und Zahlen ist das Passwort. So, dann loggt man sich hier ein und dann erscheint hier so eine Seite, Thanks for Share and Support this App. Das Ganze ist aktuell auf Version 0.990, Stand 2018. Es gibt aktuell noch ein paar Bugs. Ich blende das Ganze hier mal ganz kurz von der Facebook-Seite ein. Das sind alle Bugs, die was es momentan aufgetreten sind. Den einzigen Bug, den was es momentan noch gibt, ist mit den Einhandwaffen. Er meinte, er hat am Wochenende jetzt ein bisschen rumgedüftelt, um das Ganze auf das aktuelle Release anzupassen. So, jetzt muss ich mir mal mein DSO hier auf die Seite tun, dass ich meinen Charakter auch gut nachbauen kann. Hat mir jemand das geschrieben? Nein, hat man nicht. Und zwar, man ist hier jetzt dann eben, sagen wir so, Hauptmenü. Hier kann man Magier, Krieger, Waldläufer und Zwerg auswählen. Ich bin Magier. Wenn wir das Ganze ausgewählt haben, hat man hier so eine Übersicht. Und zwar hat man hier das Inventar, der Wissensbaum, der Bettbonus, dann ich das Ganze equip nochmal, Wissenspunkte. Hier wird mal aufgelistet, welche Boni, wo man wie was hat. Und zwar würde ich mal versuchen, das Ganze hier, ganz genau reingelesen habe ich mir noch nicht, aber ich versuche mal das Ganze hier relativ realistisch nachzubauen. Und zwar, wenn ich jetzt dann auf das Amulett klicke, kann ich hier unten auswählen, welches Amulett ich momentan nutze.
Ich nutze momentan das Q9 Amulett. Es ist auf Level 60. Warte mal, gibt es hier irgendwo die Übersicht über die Basis des Amuletts? Dann, das Amulett hat bei mir 66 Schaden. Dann hat es 1,32 Lebenspunkte und Widerstände hat es 606. Ups, 606. Dann kann man hier jeweils die Gems auswählen, die was man gesockelt hat. Das ist bei mir einmal zum Beispiel kann man Amethyst, Diamant, Alt und Neu. Beim Amethyst habe ich hier drinnen einen 100er eigentlich, oder gibt das Ding mehr? Ah, 130, genau. Ich bin blöd, 130. Hier wird auch angezeigt, welcher das ist. Und dann hier 100er Amethyste, 100 Amethyste, 100 Amethyste und 100 Amethyste. Dann kann man hier noch auswählen, welche Runen man drinnen hat. Und zwar, das ist, habe ich hier die Abklingzeiten-Runen reingetan. Dann haben wir insgesamt, muss man hier momentan leider zusammenrechnen, da es nicht im Gesamten angezeigt wird. 58,846. 58,846 ist der aktuelle Crit-Schaden. Hier sieht man nochmal, was die Unique-Verzauberung ist. So viel nur der Ganze, der übernimmt das, wenn ich jetzt dann rausstebe. Und zwar, wenn ich jetzt hier hingehe, hier gehe wieder rein, ist das Amulett da. Hier sieht man schon ein bisschen, die Werte haben sich nach oben hin geändert. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut und baue meinen ganzen Charakter nach, weil sonst, wenn ihr jetzt hier mitschauen müsstet, das würde ja relativ lange dauern. Also, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal meine Items fertig gebaut. Hier unter anderem das Amulett, hier sieht man nochmal die ganzen Items, hier die Mäntel. Bei den Mänteln gibt es momentan noch einen kleinen Bug. Den habe ich gerade einen Dragic geschrieben, den ändert er, nachdem ich hier fertig bin, weil wenn er jetzt nochmal was ändert, dann werden hier, müsste ich nochmal alle Items neu aufbauen und das würde wieder Zeit kosten, deswegen habe ich ihn gebeten, es danach zu ändern. Und zwar, man sieht, man kann hier in den Mantel momentan nur zwei Arten von Runen reintun. Im Vergleich in-game habe ich hier vier verschiedene Arten an Runen. Dann hier der Gürtel, beide Ringe, da unten kann man nochmal den Crit-Schaden und alles einstellen. Die Waffen finde ich auch wunderschön, wenn man hier alles genau anpassen kann. Sprich, es wird gezeigt, welche Steine drinnen sind, welche Runen drinnen sind und so weiter und so fort. Hier kann man sein ein bisschen angeben, 30 Punkte in Angriff, ich kann es mal zum Vergleich hier zeigen. Bisschen 50, 30, hier unten 24, 20. Dann da unten den Begleiter, die hier haben wir nämlich, ich kriege hier nämlich 24% Leben, 480 Widerstände, 10% Crit-Schaden und 4% Damage. Dann hat man hier auf der Seite, wenn man alles fertig gebaut hat, hat man hier so seine, muss man noch auswählen, Einhand oder Zweihand, damit auch noch mitberechnet, welchen Schaden man mit welcher Essenz hat. Der Attack Speed, die Lebenspunkte, die Mana-Kosten, Regeneration, der Rüstwert, Blockstärke, Blockmenge, der Crit-Schaden, Widerstände, alle Arten. Hier den Laufgeschwindigkeit wird angezeigt, dann die Basiswerte. Und hier unten sieht man nochmal schön, welche Set-Boni man hat. Zum Beispiel hier von Herold-Set, von Medusa, von Dragon-Set, Hexensucher-Set und so weiter und so fort. Jetzt habe ich das mal aufgebaut. Jetzt können wir das mal mit meinen tatsächlichen Stats vergleichen. Schauen wir mal kurz zurück. Und zwar der Grundschaden, da ein paar Runen nicht ganz so funktionieren, wie sie sollen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier noch grüne Essenzen dazu tun kann. Warte mal, mit grün. Genau, hier steht es mit grün. So. Vom Grundschaden her, da ein paar Runen fehlen, passt der Grundschaden nicht ganz. Wir sind knapp dabei, aber passt nicht ganz, weil einfach das mit den Runen nicht klappt. Wenn er die Runen hinzugefügt hat, dann würde der Grundschaden wahrscheinlich auch passen. Der Attack Speed. Perfekt. Die Lebenspunkte und das Mana wegen den Runen natürlich nicht. Der Rüstwert, perfekt. Der Crit, perfekt. Der Crit-Schaden, perfekt. Die Widerstände. Und zwar das Feuer, perfekt. Da haben wir halt eine mehr. Na gut, der rundet jetzt nicht mehr auf oder ab. Das plus minus 1 ist Toleranz. Da das Gift passt, das Eis passt, das Blitz passt und das Andermacht passt. Der Laufgeschwindigkeit passt auch. Hier passt auch alles. Wenn ich jetzt mal hier drüber fahre, sieht man es nicht mehr. Sieht es leider nicht. Grundsätzlich habe ich mit diesem Programm jetzt dann hier meinen Charakter perfekt nachgebaut mit allem drum und dran. Hier kann man das Ganze auch speichern. Wo das Ganze dann abgespeichert wird, weiß ich leider noch nicht. Das heißt, wenn ich hier raussteppe, ob das Ganze bleibt oder nicht, das ist die große Frage. Aber beispielsweise, ich kann jetzt dann hier ganz normal hergehen und sagen wir mal, ich mache hier aus der Heroldwaffe, mache ich eine Berach-Waffe. Die Sterne lassen wir natürlich und sagen wir mal, ich mache aus dem Gürtel jetzt einen Berach-Gürtel. Und dann sieht man, wie auch dementsprechend hier meine Werte geändert werden. Natürlich muss man hier auch denken, dass man hier nochmal die. Der Crit und allem wird dann auch schon dazu gerechnet. Beispielsweise, wo ist denn hier der Crit? Man sieht, der Crit ist gestiegen, der Grundschaden ist gesunken. Es geht natürlich hier wieder auf meine Heroldwaffe zurück. Und hier wieder auf meinen Hexengürtel. Also man sieht, das Programm hat Potenzial. Dort und da hat noch ein bisschen was ausgebaut, was der gute Dreditch so und so macht. Wie gesagt, das Programm in der Videobeschreibung, sein Facebook-Account und sein YouTube-Kanal ebenfalls in der Videobeschreibung. Momentan noch natürlich immer in der Entwicklung. Er würde sich sicher freuen, wenn hier einige Leute und bei ihm bei Patreon unterstützen, damit er hier mehr Potenzial hat, das Ganze zu machen. Jetzt bin ich leider rausgetappt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das hier gespeichert hat oder nicht. Ja, er hat sogar gespeichert. Man sieht hier also, wenn ich heraustappe, er speichert das Ganze. Ah, und hier unten, das habe ich ganz vergessen zu zeigen. Das habe ich nämlich übersehen. Hier sieht man nochmal die Übersicht beim Wissensbaum und bei den Bits. Also nochmal gesagt, alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Der Dragic würde sich sicher über euren Support und euer Feedback freuen. Ich werde ihm natürlich auch den Link von diesem Video zukommen lassen und auch vom Forumsbeitrag, wo ich das Ganze posten werde. Dann bin ich hier raus. Ich hoffe, das ganze Programm kann euch weiterhelfen. Einfach durchtesten, einfach bauen, Bugs finden, Bugs melden, am besten mir oder unter dem Video. Dann bin ich heraus und würde sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.